Oktoberfeststimmung in Wels. Bürgermeister Andreas Rabel schlägt das erste Fass an. Die Welser Kicker wollen ein solches am Weg in die zweite Bundesliga aufmachen. Zu Gast ist Wallern, der Aufsteiger aus der Teil 1 Oberösterreichliga, der eine richtig gute Figur in den letzten Wochen gemacht hat. Mehr als 1200 Zuschauer in der Huber Arena. Die Gastgeber starten fulminant ins Match. Es ist die 13. Minute. Der Chip auf Dennis Castromesa, der Heber von Rocco Misloff und der Abstauber von Mesa. 1:0 für Hogo Hertha Wels. An der Tabellenspitze duelliert man sich ja mit Volzberg. Wallern mit der Antwort auf die Welser Führung. Nach einem Eckball ist Oliver Affenzeller zur Stelle. Der Ex-Welser Stürmer erzielt die Minute 27 den Ausgleich. Affenzeller zeigt, dass er immer noch ein Topstürmer ist. Das weiß sein Trainer Horst Heidacher aber ohnehin. In der Folge halten sich hochkarätige Chancen in Grenzen. Die vielleicht beste ergibt sich aus diesem flachen Distanzschuss von Michael Oberwinker kurz vor der Pause. Nach 45 Minuten aber steht es 1:1, eine etwaige Entscheidung ist auf den zweiten Durchgang verschoben. Nun sind gut 6 Minuten in Halbzeit 2 gespielt. Da setzt sich Oliver Affenzeller energisch gegen Gasballmeier durch. Im Fallen noch der Pass und da ist dann Daniel Steinmeier zur Stelle, 52. Minute. Die Gäste aus Wallern übernehmen die Führung in dieser Partie. Hertha Wels in einer knappen Stunde mit der Ecke. Kopfball Lafitti, aber Daniel Zach mit einem glänzenden Reflex. Minute 67. Gasballmeier steckt durch auf den eingewechselten Alex Meier und der Joker sticht. 8 Minuten im Match macht Meier den Ausgleich. 2:2 im Regionalliga-Revierderby. Nun ist erneut alles offen und Wels will den Sieg. Freistoß Minute 82. Der Kopfball von Kapitän Rocco Misloff geht knapp daneben. Es bleibt bei der Punkteteilung. WSC Hogo Hertha und SV Zaunergrupp Wallern trennen sich 2:2. Die Stimmen nach dem Match eingefangen von Max Nowak. Ja, ich glaube, mit dem Spielverlauf muss man, glaube ich, zufrieden sein. Wir sind am Schluss dann schon ziemlich eingedruckt worden. Ich glaube, so richtige Hochkaräter haben es dann trotzdem nicht vorgefunden. Aber nachdem wir nicht so gut ins Spiel gefunden haben, haben sie dann zwar stetig gesteigert. Auch damit die zwei Tore sogar in Führung gegangen. Natürlich dann irgendwie schade, dass man es nicht drüber bringt, aber summa summarum, glaube ich, gerecht und kann man zufrieden sein bei einem Titelaspiranten. Und wir sind ja trotzdem der Aufsteiger, ja. Ich glaube, es war ein intensives Spiel, es war ein gutes Spiel für Zuschauer. Ich glaube, die können zufrieden sein. Heute waren ein bisschen mehr Menge so und mit dieser bin ich wirklich zufrieden, dass langsam Leute in die Welt kommen, mehr und mehr ins Stadion, das brauchen wir immer. 2:2 gegen Wallern, ja, die haben gut gekämpft, die haben gut gespielt. Trotzdem haben wir, glaube ich, mehr Chancen gehabt. Wir haben leider nicht ausgenutzt, aber ich finde, ja, 2:2, jetzt brauchen wir nicht so traurig sein, unzufrieden. Wir müssen einfach gehen, 4 Spiele haben wir noch. Rausholen wie möglich Punkte und es wird schon okay. Wir haben sich letztes Jahr dazu entschieden, dass wir das Abenteuer wagen wollen und ja, sind mehr als zufrieden. Das hätten wir sofort unterschrieben, haben wir gewusst, dass nach 10 Runden jetzt, glaube ich, dass wir dort stehen, wo wir stehen, sind wir top zufrieden, muss man so sagen. Ja.